Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 2. März bis zum 10. März. Das ist die zweite Dekade Fische und wir befinden uns so mitten in der Fische-Energie, in der Wasserenergie des Fischen. Und das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie die Energien so für dich aussehen, liebe Waage. Also eine Karte für dich. Ah, die Temperance. Ja, da fällt mir, hier zeigt sich gleich schon Schütze. Vielleicht hast du es mit einem Schütze-Menschen zu tun. Auf jeden Fall die 14. Karte. Die Kunst ist das auch. Es ist so, dass du, dass das eine sehr optimistische Energie ist. Ne? Du im Moment, also könnte es sein, dass du von vielen unterschiedlichen Einflüssen umgeben bist, sehr viele verschiedene Umstände hast, aber ich sehe hier, dass du da eine gute Lösung für dich finden wirst. Ja, du bist nämlich in der Lage, in dieser Dekade wirklich zwischen diesen verschiedenen Einflüssen gut zu handeln, sie ins Gleichgewicht zu bringen und da einen guten Kräfteausgleich zu bewirken. Ja, um am Ende auch deine eigenen Vorstellungen umsetzen zu können innerhalb dieses Kräftegleichgewichts. Ja, es ist deswegen auch oft ist eine sehr kreative Lösung auch notwendig, um das dann umzusetzen. Oder es entstehen dadurch kreative Lösungen. Ne? Es ist vielleicht auch eine gute Zeit für Kreativität im Allgemeinen. Und das schauen wir uns mal genauer an, auf welche Themen sich das so bei dir bezieht. Ja. Ja, ich habe den Eindruck, dass du aktuell, ja, also alles von einer sehr übergeordneten Position betrachtest, ne? Alles so im großen Ganzen siehst. Und das ist. Es könnte sein, dass dir klar ist, dass neue Wege, neue Entscheidungen auf dich zukommen, aber du lässt dir viel Zeit damit, diese Entscheidungen zu treffen. Und möchtest da auch ganz stark für die Zukunft und für den weiteren Verlauf planen, weil du eben auch sehr weit blickst, dass diesen Zeitraum sehr übergeordnet betrachtest. Ja, und du lässt dir auch Zeit, du bist auch vorsichtig, hast auch sehr viel Skepsis und ja, bist dabei wirklich so ganz allmählich alte Themen oder Erinnerungen oder andere Sachverhalte zu ordnen, zu verarbeiten, zu überlegen, ja, es bringt mir das so für den weiteren Verlauf oder nicht. Vielleicht auch Menschen, ne? Vielleicht geht es auch um dein soziales Umfeld. Ob du dann so denkst, ja, okay, dass du da anfängst zu sortieren und dir das genau überlegst, wen du in die Zukunft mitnimmst und von welchen Menschen du, also die, welche Menschen, die dir vielleicht nicht mehr so gut tun.
Aber es kann ja auch eben um andere Sachverhalte gehen, ne? Da bist du auf jeden Fall am Sortieren und vielleicht auch, ja, bist du da auch, gehst du auch ganz bedacht zögerlich vor dabei, also nicht überstürzt und wartest auch auf den richtigen Zeitpunkt. Ja, es könnte sein, dass dann halt, im weiteren Verlauf, im weiteren Verlauf dieser Dekade ja auch viele Verknüpfungen, auch Verknüpfungen mit vergangenen Situationen zustande kommen. Und ja, vielleicht bist du dazu in der Lage, da wirklich da aus diesen Verknüpfungen, diesen neuen Verknüpfungen eine neue Lösung zu finden, zu kreieren. Ja. Ja, schauen wir uns genauer an, mit welchen Herausforderungen du es zu tun hast in dieser Dekade. Wir haben ja sowieso eine ganz spezielle Zeit jetzt, weil diese Dekade fängt mit den Aschermittwoch an und traditionell beginnt ja jetzt auch die Fastenzeit, wenn ich mich da richtig entsinne. Es ist halt auch noch bemerkenswert, dass auch an diesem Aschermittwoch auch ein Neumond stattfindet. Das heißt, die Energie ist am Anfang dieser Dekade aus uns allen so ein bisschen, ist uns allen etwas entzogen und es baut sich eine ganz neue Energie auf im Laufe dieser Zeit. Und das wird sich erst am Ende der Dekade 8., 9., 3. bemerkbar machen. Ja, und deswegen durch diesen zunehmenden Mond kommen natürlich auch ganz neue Themen auf dich zu. Aber ich sehe hier schon, dass du alles ganz gut einsortieren kannst und daraus aus dieser Sortierung eine interessante, neue, gute Kombination erstellst. Mit welchen Herausforderungen hast du es zu tun? Ja, hier zeigen sich die 10 der Kelche und der Prinz der Scheiben. Der Prinz der Scheiben ist eine Erdperson. Entweder ist diese Karte auf dich bezogen oder auf eine Person in deinem Umfeld. Um die Personenkarten kümmere ich mich auch noch mal separat am Ende der Legung. Ja, du könntest halt eben gerade mit einem Erdzeichen umgeben sein oder eben diese Karte ist auf dich bezogen. Erdzeichen sind Steinbock, Stier und Jungfrau. Ja, der Prinz der Scheiben ist ja eher eine jüngere Energie. Es könnte sich in manchen Fällen auch um ein Kind handeln, ne? Und einen Sohn oder eine Tochter oder ein anderes Kind in eurer Umgebung. Oder eben ein Mensch, der etwas unreife Seiten hat. Ne? Das ist auch könnte auch der Fall. Oder eben euer inneres Kind, eure innere jüngere Seite. Der Prinz der Scheiben ist eher eine pragmatische Person, eine Person, die einen guten Zugang zur Gegenwart und zu natürlichen Wachstumsprozessen hat. Der Prinz der Scheiben, der kann auch ganz tatkräftig sein, aber dann meistens mehr so in ja, in so bodenständige Tätigkeiten, handwerklich, kunsthandwerklich auch, Kunsthandwerklichkeit. Ist eher eine ruhige, langsame, introvertierte und gründliche Energie. Und dann zeigen sich hier noch die 10 Kelche, was eigentlich ja, ein Zeichen von schönen Miteinander ist, von geselligen Austausch, dass die Emotionen auch ganz gut fließen, dass man sich emotional gut austauschen kann.
Die 10 Kelche können aber auch manchmal eine etwas schwere Energie sein. Du bist ja ein Luftzeichen und kein Wasserzeichen. Deswegen ist es manchmal emotional zu viel des Guten. Ne? Vielleicht ist es auch irgendwie gerade etwas belastend für dich. Vielleicht ist es auch ein bisschen, fühlt sich das alles auch ein bisschen schwer an. Denn die 10 ist eben die höchste Menge. Ne? Da hat man halt das ganze Set an Emotionen, auch die negativen, also die gesamte Bandbreite an Emotionen angefüllt. Und mehr als 10 geht nicht. Da muss dann auch irgendwie etwas Neues her. Deswegen, das könnte dich am Anfang dieser Dekade oder ja auch im weiteren Verlauf vielleicht auch etwas demotivieren, ne? Etwas runterziehen, weil es einfach auch manchmal eine Last ist, aber ich sehe hier eben auch ein stabiles soziales Netz. Das ist eben das sind eben die schönen Seiten daran, ne? Dass man halt sich auch in seiner Umgebung auch fallen lassen kann, dass man da viel Halt findet und dass da auch irgendwie einfach, ja, drin so sich gut einrichten kann, sich der Situation gut hingeben kann und einfach genießen kann. Ja, hier zeigt sich ein Prinz der Stäbe. Das könnte natürlich die gleiche Person sein. Das könnte die gleiche Person sein, muss aber nicht unbedingt. Kann auch sein, dass eine Person von euch der Prinz der Scheiben ist und die andere Person der Prinz der Scheiben. Ne? Also entweder bist du im Moment diese Erdperson oder du bist im Moment ein bisschen feuriger, ein bisschen leidenschaftiger, ein bisschen mutiger, abenteuerlustiger, auch vielleicht etwas ungeduldiger, ne? Hast vielleicht viel Energie und möchtest sofort irgendwie irgendwas machen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Potenzial für Streitlustigkeit. Ne? Kann aber auch sein, dass du eine Person hast, die beide Wesensmerkmale vereint. Dann könnte es sich hier um Widder gut handeln oder Stier. Muss aber nicht unbedingt. Dieser Prinz der Stäbe weist auf jeden Fall auf Schütze. Hatte ich ja am Anfang gesagt, Schütze, Löwe oder Widder hin. Ja, hier zeigt sich auf jeden Fall ein kleines Konfliktpotenzial. Ja, vielleicht. Gibt es vielleicht ein paar Wortgefechte mit dieser Person? Oder, ja, diese Person ist einfach extrem ungeduldig, ne? Diese Person ist sehr geduldig, die ungeduldig. Ist natürlich dann auch immer so, da hat man dann manchmal natürlich verschiedene Vorstellungen. Es muss nicht unbedingt zu einem Streit führen, aber es führt zu so einer Disharmonie. Das kann man jedenfalls sagen. Ja, und vielleicht, ja, wenn du mit diesen beiden Personen bist, dann ist das die Disharmonie in dir selbst. Ich sagte ja schon, ne, die 10 Kelche, die können auch ganz schön schwer auf einen lasten. Ne, wenn diese beiden Personen in dir konkurrieren, dann, ja. Weil ich sehe hier eigentlich nicht direkt Streit und Auseinandersetzung, weil die 10 Kelche würden das gar nicht zulassen. Ne? Das ist auch Harmonie. Das ist ja auch Harmonie. Sondern es ist mehr so eine allgemeine Unzufriedenheit, so eine allgemeine Disharmonie, nicht zwischen euch, sondern dann von der Situation. Also ja, gucken wir mal weiter. Die Personenkarten gucke ich mir am Ende nochmal an. Ja, in der letzten Zeit warst du auf jeden Fall sehr lebendig. Und vielleicht fand hier auch wirklich eine sehr intensive Annäherung zu einer Person statt. Hier sehe ich sehr viel sexuelle Anziehungskraft, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Begierde, Wunsch und Wollen und auch Aktivität. Also hast du in der letzten Zeit da viel erlebt und viel,
viel Schönes erlebt, ja. Und kann natürlich sein, ja, dass du jetzt also aufgrund dessen bist du jetzt in der Situation. Es könnte natürlich jetzt so sein, wenn es sich hier um ein Beziehungsthema handelt, dass so jetzt der Alltagstrott das, diese Dekade bestimmt. Und das ist dann, Alltagstrott ist ja nicht einfach Leidenschaft, also ist nicht so wie diese Karte, ne? Ja, dass der Alltagstrott dich einfach ein paar Themen vermissen lässt, aber einfach eigentlich schon schön ist, ne? Also eigentlich ist hier schon sehr viel Reichhaltigkeit, ne? Ja, das ist halt natürlich auch diese Alltagstrottkarte. Ja, also ich sehe hier dich am Anfang der Dekade auf jeden Fall doch sehr stark stagnieren eher, ne? Also ein bisschen dich zurückziehen, Energie auftanken. Ja, aber du nimmst dir ja auch Zeit, ne? Also diese Zeit brauchst du einfach. Ich sehe das einfach. Also mach dir keine Sorgen, dass die Schwerter, diese Luftenergie im Moment nicht so gut funktioniert. Das ist ja eigentlich dein Element, ne? Also das kann sein, dass es dir an Inspiration mangelt oder an Kreativität gerade oder so, dass du da irgendwie ja irgendwas vermisst. Aber keine Sorge, du brauchst diese Zeit jetzt einfach und musst Energie auftanken. Ja, dein Denken ist irgendwie schon gerade äußerst pragmatisch. Das spricht schon viel dafür, dass du aktuell der Prinz der Scheiben bist. Ja, also hier zeigt sich, dass du deine Vorhaben angehen wirst und auch einfach ein sehr gesundes Verhältnis zu Arbeit hast, ne? Zu Tätigkeiten, zu deinen materiellen Wünschen. Hier zeigt sich, dass im Laufe der Dekade, eher zum Ende der Dekade, also vielleicht so ab dem Wochenende, dass du dann ankommst, dass schon so ganz langsam aus dem Quark kommen wirst. Also wenn du dich hier am Anfang ein bisschen hängen lässt und zurücklehnst, ist das überhaupt gar kein Problem, weil so ganz langsam steigst du wieder in diese Energie ein. Und hier sehe ich, dass du dann so deine Ziele und Wünsche kleinteilig angehen wirst. So Step by Step, ganz gründlich bedächtig. Und das ist eigentlich, ja, sehr gut, das ist sehr gut. Ja, das ist einfach ganz produktiv, ein aufbauender Prozess. Und auch vernünftig so vorzugehen, ne? Also du wirst dich nicht überfordern, du wirst aber dann so von Tag zu Tag besser vorankommen. Aber das ist schön, ja, weil ja, ab dem Wochenende geht es dann wieder los. Also wenn du diese Energie getankt hast, dann geht es halt wirklich los für dich, ne? Hier zeigt sich sehr eine Initialzündung bei dir, Tatendrang. Und halt wirklich auch, ja, eine gute Lösung zu finden, das meinte ich ja schon, und die dann auch wirklich dann zum richtigen Zeitpunkt umzusetzen. Und auch auf eine spielerische Weise, es wird dir leicht fallen, es wird dir Spaß machen, du wirst in deinem Element sein, du wirst jonglieren mit der Welt. Der Magier hat manchmal auch etwas von so einer Schauspielerbühne. Vielleicht gibt es dann auch Situationen in der Mitte der Dekade, wo du auch präsent sein musst, ne? Vielleicht hast du tatsächlich irgendeine Präsentation oder irgendeinen Auftritt. Oder eben ein Date, ne? Ein Date, da muss man ja auch manchmal sich sehr, also man sollte natürlich immer man selbst sein, aber man muss natürlich auch so seine besten Seiten zeigen.
Das wird dir gelingen, wenn du da ein Date hast. Also das irgendwie, ja, aber ich sehe ja bei den meisten von euch, dass ihr diese Person schon kennt. Also diese Person, also für wenige sehe ich hier ein neues Date, eine neue Situation. Aber es kann ja durchaus sein. Aber da kommst du dann aus deinem Quark, Mitte der Dekade. Na, ich sag ja, die Mondenergie nimmt dann auch zu. Und das spürst du dann auch, ne? Erfolge sehe ich hier, das ist schön. Das ist schön. Erfolge sehe ich hier bei dir. Ja, vielleicht auch finanzieller Natur, vielleicht kommt Geld rein. Das könnte sehr gut sein. Aber auch du wirst auch, ja, sehen, dass du gut vorankommen wirst. Ja, du kommst einfach gut voran. Also hab da Vertrauen. Also da sehe ich einfach, dass das, was du dir überlegt hast, dass das aufgehen wird. Dass du da, dass das einfach funktioniert. Oh. Oh wow, okay. Hier sehe ich starke Veränderungen in deinem sozialen Leben, also sehr starke Veränderungen. Du willst da irgendwie aus etwas ausbrechen. Ich sehe halt doch bei vielen von euch, dass diese Situation, die ich hier dargestellt habe, dieser Alltagstrott, dass dir das zu viel wird. Dass du da raus möchtest, dass es eine zu feste Beziehung geworden ist. Das heißt jetzt nicht, aber das sehe ich für manche von euch sehe ich hier, dass ihr diese Person. Nein, das ist nicht diese Person. Wenn ihr eine Langzeitbeziehung habt, dann sehe ich, dass er, ja, dann sehe ich bei manchen von euch jetzt wirklich hier so ein Bruch damit. Aber das muss es nicht heißen. Also das muss es nicht unbedingt heißen. Das kann auch ganz viele andere Facetten sein. Vielleicht gibt es auch besondere Umstände innerhalb eurer Beziehung, die euch so runterziehen und die ihr jetzt verändern wollt. Also da gibt es doch ganz starken Veränderungsdruck in eurer Umgebung. Eure Umgebung selber transformiert, eure Umgebung selber verändert sich stark. Also die einzelnen Akteure oder eben euer Partner verändert sich vom Wesen her. Und dann kommt auch noch hinzu, dass eine Situation, ein gewisser Umstand innerhalb der Beziehung euch zu schwer geworden ist, euch und irgendwie so runterzieht und dass ihr euch daraus befreien wollt, dass ihr das irgendwie nicht mehr aushalten könnt, richtig, nicht mehr ertragen könnt. Das kann wirklich so ein starkes Gefühl sein. Ja, aber dadurch, dass euer Umgeben, euer Partner jetzt zum Beispiel oder eure weitere Umgebung sowieso auch selber transformiert. Das ist eigentlich gar kein Problem, weil dann kann man eigentlich auch zusammen unheimlich viel verändern. Ne? Das ist hier auf jeden Fall das Potenzial. Ihr könnt echt zusammen alles nochmal auf den Kopf stellen, weil die andere Person verändert sich auch gerade. Also da gibt es auf jeden Fall in euch doch ein sehr starken Willen, jetzt auszubrechen aus einer Situation. Ab dem Wochenende würde ich sagen. Und ja, das ist der Magier, ne? Ihr startet damit, eure Vorstellung umzusetzen. Ihr ertragt diese Situation einfach nicht mehr. Und das Gute ist, ne? Ihr seht eben dieses große Ganze dabei. Und wisst, was das für eure Zukunft bedeutet. Und diese Schlange, die bewahrt euch dafür, so einen Schnellschuss zu tätigen.
Der Turm, der kann manchmal bäm und alles ist anders sein. Aber und der Magier auch, ne? Der zaubert ja, ne? Einfach bam, da, und schon ist es anders, ne? Aber ich sehe hier doch die Möglichkeit, also nee, nicht die Möglichkeit, die tatsächlich euren Wille auch mit Bedacht vorzugehen, auch wenn die Gefühle, die ihr habt, heftig sein könnt. Also der Wunsch ist hier schon sehr, sehr stark nach Veränderungen. Ja, aber eben auch in eurer Umgebung im Allgemeinen. Also setzt da auf Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist gut für euch. Und ihr findet ja, ihr findet schon die richtige Lösung. Das sehe ich ganz deutlich. Ihr denkt auch an die anderen mit, dass ihr da alle Umstände in Betracht ziehen könnt. Das ist ja sehr aufregend, also wirklich überaus aufregend bei dir. Ja, du erhoffst dir Stabilität. Ja, das willst du ja hier auch schon. Ja, du willst Stabilität. Du willst jetzt nicht alles über den Haufen werfen, ne? Du möchtest eigentlich auch, ja, du möchtest vielleicht auch deine Grenzen ziehen, ganz klar. Du möchtest vielleicht auch dich einfach sicher fühlen in dir selbst, aber auch um dich herum. Du möchtest eigentlich einen sicheren Zustand erreichen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du befürchtest, dass andere Menschen dich daran hindern könnten. Oder ja, vielleicht hast du ja eben ja auch Angst davor, dass andere Menschen deine Grenzen übertreten, dass du deine Freiheit nicht ganz so verteidigen kannst. Ja, das sehe ich hier doch, dass es dir um deine Freiheit geht, irgendwie viel, ne? Um deinen eigenen Bereich, ne? Wenn man das jetzt so materialisiert betrachtet, könnte man jetzt irgendwie so sagen, vielleicht, dass du irgendwie deinen eigenen Raum in der Wohnung brauchst oder so, ne? Aber das ist ja so materiell gedacht. Das geht, ich glaube ich, mehr um etwas Allgemeines. Etwas Allgemeines, ne? Also du brauchst da irgendwie deinen Raum, du hast irgendwie das Gefühl, deine Grenzen könnten eventuell nicht respektiert werden. Genau, ja, das sehe ich hier. Ist das denn auch so? Das schauen wir uns mal an. Ja, hier haben wir wieder eine Prinzessin der Scheiben. Ne, das ist die gleiche Person. Die Prinzessin der Scheiben ist nur ein bisschen reifer, ne? Also ein wenig, ne? Aber die sind beides eher ungereifte Persönlichkeiten. Trotzdem könnte man hier von einem Reifungsprozess sprechen. Ja, also irgendwie sehe ich hier aber, dass die Situation sich am Ende der Dekade noch nicht groß geändert hat. Also du wirst jetzt zwar schon erste Schritte einleiten und so, aber es wird jetzt noch nicht so die große Veränderung geben. Ich habe irgendwie mehr das Gefühl, also die Umstände bleiben dann erstmal so bis zum Ende der Dekade und du gehst halt so mit Bedacht vor und so Step by Step und das wird sich bis zum Ende noch nicht ausgewirkt haben bis zum 10. März. Die Veränderungen kommen erst danach. Dieser Umstand, der so stabil ist,
der dich eventuell auch belastet, der ist auf jeden Fall am 10. März immer noch gegeben. Und diese Person, ich sehe doch bei vielen von euch eine andere Person, die ist da auch noch da, ne? Also die ist dann auch an eurer Seite, spricht dafür, dass ihr euch mit dieser Person zusammen weiterentwickeln wollt. Es kann aber eben auch eben sein, dass ihr diese Person seid, ne? Und diese Fähigkeiten, ihr seid ja gar keine Erdperson. Und diese Fähigkeiten, die diese junge Erdperson mitbringt, die ihr jetzt zeigen müsst, dass diese Situation bleibt einfach bestehen bis zum 10.3. Diese Person müsst ihr dann immer noch sein. Also es hat sich dann noch nicht viel verändert, auch wenn das Potenzial für Veränderung einfach so enorm ist. Also das liegt einfach daran, dass ihr so vorsichtig damit umgeht. Und ich sehe einfach, dass ihr viel Geduld brauchen werdet. Ja, jetzt kommen wir zu den Personenkarten. Eine Erklärungskarte zu dem Prinz der Scheiben. Der Prinz der Scheiben. Ja, danke für die Erklärung. Oh Gott, oh Gott. Das lastet ja wirklich schwer bei euch. Oh Gott, jetzt haben wir auch noch die 10 Stäbe hier. Oh wow, also das ist echt belastend, ne? Belastend. Ich habe irgendwie eine Erklärungskarte zum Prinz der Stäbe. Ja, es ist einfach, was soll man dazu sagen? Das ist einfach eine schwere, eine schwer lastende Situation. Ah ja. Der Prinz der Stäbe, mit dem läuft es gut. Hier zeigt sich eben Harmonie, Freundschaft, gute Gespräche, emotionaler Austausch. Das sind auf jeden Fall definitiv zwei verschiedene Personen. Und mit dem Prinz der Stäbe läuft es gut. Mit dem Prinz der Scheiben nicht so. Jetzt gibt es natürlich hier auch einfach verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, ne? Also, wenn ihr der Prinz der Scheiben seid, dann sind diese Probleme, die hier vorliegen, hauptsächlich etwas in euch selbst, ne? Und ihr müsst erstmal diese Probleme mit euch selbst klären, bis ihr den nächsten Schritt mit dieser anderen Person, der Prinz der Stäbe, machen könnt. Der Prinz der Stäbe ist aber sehr für Veränderung offen und ist sehr entschlossen. Und ja, wenn ihr euch trefft, ist auch wirklich alles super. Und da ist die Energie wirklich sehr gut mit diesen Menschen. Ja, Schütze zeigt sich hier, Löwe, Widder, ne? Andersrum. Könnte eben sein, dass die andere Person der Prinz der Scheiben ist und ihr der Prinz der Stäbe. Dann sehe ich das deutlich, ja, dass es eben mit dieser Person nicht mehr so gut läuft, ne? Und hier sehe ich dann doch eher ein Ende der Beziehung. Aber dieses Ende ist noch nicht am 10.3. und kommt erst später. Und dann habt ihr wirklich das starke Bedürfnis, euch abzugrenzen und von dieser Person, das geht, ist aber nicht möglich. Ihr habt gerade aktuell eben das Bedürfnis, ja, dann sehr stark euren Raum aufzubauen, zu erhalten, euch abzugrenzen, euer eigenes Ding zu machen und fühlt da einfach sehr viel Selbstwert und Wichtigkeit für euch. Ja, es ist echt eine interessante Legung, weil, ja, schwierige Situation, also ja, viele Veränderungen, die euch da, also, ja, bevorstehen, ne? Also, was soll man sagen, ne?
Prinzessin der Scheiben hier wieder. Ja, also tatsächlich sehe ich doch eher für die meisten keine Trennung. Ich finde nicht, dass das sieht hier nach einer heftigen Veränderung aus. Und wenn das nur so wäre, würde ich sagen, auf jeden Fall Trennung. Aber so, ich sehe hier wirklich mehr euch als diese Scheibenenergie und dass ihr ganz viele Veränderungen gerade durchmacht und die mit eurem, diese Veränderungen haben mit eurem Partner direkt nicht so viel zu tun. Aber ihr seid da in einem starken Transformationsprozess, der, ja, der so ein bisschen anhalten wird, aber euch auch letztendlich befreien wird. Es ist sehr produktiv und ihr wisst es auch, weil ihr könnt das auch von einer viel höheren Warte alles beurteilen. Ja, eine wirklich interessante Legung. Ich möchte euch abschließend noch eine Orakelkarte ziehen. Wir haben ja am 8.3. haben wir auch Weltfrauentag und da wünsche ich uns allen einen wunderschönen Tag. An meine weiblichen Hörerinnen, ne? Ich hoffe, dass ihr ja, den Tag gut verbringen könnt und wenn möglich nicht arbeiten müsst. Das ist natürlich schwer bei so einem Wochentag, aber das wünsche ich euch, dass ihr diesen Tag gut nutzt und ja, ihn gut verbringt. An meine männlichen und alle weiteren Hörer, ja, da auch euch möchte ich einen schönen Frauentag wünschen, weil die Befreiung der Frau ist die Befreiung von uns allen. Und letztendlich, ja, kenne ich mittlerweile kaum einen Menschen, der wirklich mit den patriarchalen Strukturen wirklich gut zurechtkommt. Deswegen ist das alles eine für uns alle, da sitzen wir alle im gleichen Boot und es ist für uns alle eine ganz positive Entwicklung. Deswegen wünsche ich uns allen einen wunderschönen Frauentag. At war abhor, möchte dir den Ratschlag geben, gib dich nicht mit der Quote zufrieden. Gib dich nicht mit der Quote zufrieden. Ja, hier geht es auf jeden Fall mehr für dich drin, ne? Veränderung. Ehrlich währt am längsten. Ist auch ein guter Tipp, ne? Also. Und Faulheit ist ein stiller Killer. Das ist natürlich auf diese Situation am Anfang der Dekade bezogen. Das wird es auf jeden Fall. Ja, doch eine sehr passive Situation, aus der du dann rauskommst, kommst hier am Mitte der Dekade da raus, ja. Das Interessante ist, Et War Abor selber Stier. Das ist halt total passend, weil du hier diese Erdkarten hast, ne? Da ist ein Ratschlag von einem Stiermensch genau das Richtige. Ja, liebe Waage, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass sie dich inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Wenn euch dieses, ja, wenn du noch offene Fragen hast und ja, und vielleicht in einer besonderen Lebenssituation bist, dann hast du auch die Möglichkeit, eine individuelle persönliche Kartenlegung bei mir zu bestellen. Hier in der Infobox ist ein Link zu meinem Etsy-Shop und dort kann man eine persönliche Legung buchen. Ansonsten ist es auch immer ratsam, nochmal in seine anderen Sternzeichen reinzuschauen. Ne? Zum Beispiel, ja, du könntest in deinen Mond- oder Aszendentzeichen hineinschauen oder für Liebesthemen in die Venus. Manchmal ist es auch vorteilhaft, ne, wenn man jetzt so am Ende oder am Anfang einer Dekade Geburtstag ist, das benachbarte Sternzeichen nochmal zu Rate zu ziehen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel, ja, wie ist das bei Waage? Bei Waage kann man natürlich, wenn man im September Geburtstag hat, ja auch einen starken Jungfraubezug haben. Zum Beispiel. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine
ja, eine erfolgreiche Zeit und dass du gute Entscheidungen treffen wirst. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.